So, guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Day in the Life. Ihr fragt euch wahrscheinlich, David, warum hast du deine Haare noch nicht gemacht? Nun, Dienstagmorgens bin ich immer beim Physiotherapeuten und lasse mich ein bisschen durchkneten. Und wenn ich mir davor irgendwas in meine Haare mache, dann sehe ich immer danach noch verstruppelter aus als jetzt. Das heißt, das machen wir erst gleich. Und ja, es steht heute mal wieder ein ganz normaler, harter, anstrengender Arbeitstag an. Wir gehen heute nicht mal ins Fitnessstudio oder sonst was, sondern wir sind wirklich den ganzen Tag, außer der Physiotherapie am Morgen, hier am Arbeiten. Wir haben nämlich gerade viel zu tun. Ne? Es ist Mitte Januar. Das Jahr ist quasi schon wieder fast vorbei. Wir haben natürlich noch nicht alle Ziele vom Jahr erreicht. Und dementsprechend sind wir ziemlich motiviert, Gas zu geben. Das heißt, es sind einige interne Sachen, die heute anstehen. Wir haben heute Nachmittag einen Termin bei einem Firmenpartner von uns hier in Frankfurt. Und ja, heute Abend ist dann der Bewerbungsunterlagen-Live-Call. Wir nehmen euch mal wieder durch einen typischen Tag im Leben von mir mit. Ich gebe den ein oder anderen Tipp und Trick. Ihr lernt das ein oder andere Teammitglied kennen und bekommt mal einen Einblick darüber, was ich eigentlich den ganzen Tag über so mache. Kurz bevor wir losgehen, gestern hat ein neuer Mitarbeiter angefangen in meinem Bereich und der bekommt jetzt erstmal noch ein paar Nachrichten, was er jetzt machen soll. Nicht, dass er sich wundert, dass ich gleich hier nicht da bin, wenn er kommt. Das hier sind wirklich die beiden besten Erfindungen der Menschheit. So ein Griller, wo man einfach sein Fleisch reinlegen kann und sich nicht drum kümmern muss. Und so ein Reiskocher, wo man einfach Reis reintun kann und sich nicht drum kümmern muss. Das kostet mich summa summarum wahrscheinlich 4 Minuten am Tag, das zu machen. Und man hat immer frisches und gesundes Essen. Schmeckt zwar jetzt nicht komplett bombastisch, aber ich mache dann immer Kimchi dazu und damit schmeckt es dann auch bombastisch. So, in Frankfurt hat es gestern Nacht mal wieder geschneit, man kennt's. Aber irgendwie hier ist der ganze Schnee schon wieder weg. Aber mein Auto war auf jeden Fall ziemlich schneebedeckt heute Morgen und auf den Streets war auch ziemlich viel Schnee. Aber scheinbar sprühen die hier ganz schön Salz in der Innenstadt. Macht ja auch Sinn, ne? Wenn es zu viel schneit, dann ist meistens Chaos auf den Straßen. Ein schöner, kalter Morgen, minus 2 Grad stattlich. Das Gute ist, mein Masseur, der wurde mir von einem Coaching-Member empfohlen. Sehr zu empfehlen und der ist halt auch direkt hier in der Innenstadt. Das heißt, ich brauche da 5 Minuten hin, ansonsten würde ich da jetzt auch nicht morgens einfach so hingehen, wenn ich da irgendwie eine Dreiviertelstunde hinreisen müsste oder so. Aber so ist es echt entspannt, ich muss keinen Parkplatz suchen, laufe da kurz hin. Lass mich diese typischen Schreibtischverspannungen, die man einfach hat, so hinten so an den Schulterblättern, hatte ich mal ziemlich extrem. Ich hatte teilweise auch so richtige Nackenstarren oder Nackenschmerzen, das ist komplett weg. Eigentlich ist, glaube ich, so das Intervall, dass ich da einmal die Woche hingehe, aktuell ein bisschen too much. Wahrscheinlich werde ich das mal ein bisschen entschlacken, weil aktuell habe ich gar keine Beschwerden, damit sich das mein Rezept über einen längeren Zeitraum strecken kann. Aber das macht schon sehr viel Sinn. Alternativ, wenn das noch nicht ins Portemonnaie oder in die Krankenkasse passt, dass man sich das verschreiben lässt, dann ist auch empfehlenswert, sich einfach regelmäßig auf so einer Black Roll rumzurollen oder sonst was, ne, damit halt diese Verspannungen aus dem Nackenbereich weggehen. Weil wenn ihr zu hart lernt oder arbeitet, wenn diese Nackenverspannung habt, dann macht das Weiterarbeiten keinen Spaß mehr. So, jetzt sind wir zurück vom Physiotherapeuten. Und jetzt kann auch die Frisur ein bisschen gemacht werden. Wie immer, wie auch schon vor 5 Jahren oder so, wo ich das wahrscheinlich zum ersten Mal in die Kamera gehalten habe, dieses Da Wax oder wie auch immer man das nennt, eigentlich sollten die mich auch mal ein bisschen sponsoren. Das ist wirklich diese Holzpackung auf Amazon, ist das beste Gel, was ich wirklich, oder das beste Wachs, was ich jemals hatte. Ich habe schon so viel Zeug ausprobiert, irgendwelche Pomaden, irgendwelche Sprays, so auch Strandmatte, das ist alles nichts im Vergleich zu dem Zeug, zumindest bei mir. Also es hält bombenfest und es ist wirklich innerhalb von 10 Sekunden gemacht. Von dem her auch weiterhin bleibt da meine ganz große Empfehlung. Und jetzt haben wir noch 1-2 Termine und dann gibt es endlich Mittagessen, weil ich habe richtig Hunger. So, jetzt das kleine Essenspause. Es gibt ein bisschen Hühnchen aus dem Opti-Grill. Es gibt ein bisschen Reis aus dem Reiskocher. Und dazu gibt es dann noch ein bisschen Kimchi aus Korea. Damit haben wir eine, ja, manche würden sagen, vollwertige Mahlzeit, die wir uns jetzt einverleiben können. Hattest du heute schon gute Gespräche? Ja, ja? Ich hatte heute schon einige gute Gespräche tatsächlich. Was sind gerade so, sind die Hauptleute, die sich gerade anmelden, bei uns eher so Leute, die jetzt
am Ende vom Studium sind, eher Abiturienten, eher Leute am Anfang vom Studium, weil gerade ist ja Klausurenphase, wie ist das? Sehr gemischt. Viele haben angefangen. Mhm. Ja. Also jetzt dann haben die dann auch bald Klausuren anstehen. Richtig, haben viele Klausuren anstehen. Dementsprechend brauchen auch einige Unterstützung von uns. Ne? Ja. Schauen sich viele deine Videos an. Ja. Ja. Und sehr gemischt tatsächlich, aber genau. Mhm. Was sind so Hauptgründe? Also ich meine, bei uns ist ja so, du schaust ja auch, okay, passen die Leute ins Coaching, können wir denen weiterhelfen? Und dann gibt es ja eigentlich auch zwei Szenarien, dass wir keinen Termin ausmachen für die Status Quo-Analyse. Eines ist irgendwie, die passen nicht, und zweites ist, der Zeitpunkt passt halt einfach nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Was sind so Themen, wo der Zeitpunkt nicht passt? Also oft ist es halt so, dass spricht ja eigentlich auch für die Person, aber dass sie sehr frühzeitig natürlich sich versuchen zu informieren. Mhm. Ja. Und gestern hatte ich zum Beispiel jemanden, der war in Kenia ja, bis nächstes Jahr August. So ein Auslandsjahr sozusagen. Zum Beispiel, ne, ein Auslandsjahr, und ja, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, ne, da was zu machen beispielsweise. Und wir haben auch viele junge Leute zum Beispiel, die, ja, ich sag mal, beispielsweise auf TikTok oder Social Media auf dich aufmerksam geworden sind und denken, ja, ich habe da auch Ziele. Mhm. Aber um die Ziele zu erreichen, irgendwie braucht man natürlich auch den passenden Zeitpunkt. Und viele sind dann noch in der Schule und denken sich, okay, ich will zum Studium starten zum Beispiel. Mhm. Hm? Okay. Aber frühzeitig einfach auf uns zukommen. Ja, genau. Also grundsätzlich ist aber trotzdem die Empfehlung, lieber mal ein bisschen zu früh mit uns sprechen. Ne? Dann könnt ihr mit dem Sana oder einem anderen von unseren netten Kollegen mal ein Gespräch führen. Und ist auch gar kein Thema, ne? Wenn wir dann merken, ey, es macht zum aktuellen Zeitpunkt jetzt noch keinen Sinn, irgendwie ins Coaching zu kommen. Dann sagen wir euch das, aber dann hat man mal miteinander gesprochen. Dann können wir uns eine Notiz intern machen, dass wir uns dann zu dem Zeitpunkt wieder bei euch melden, wo es dann wirklich Sinn macht. Anstatt, dass ihr halt irgendwie wartet und vielleicht nie einen Termin ausmacht oder nur einen Termin ausmacht, wenn es zu spät ist. Weil ich meine, wie viele Gespräche führst du mit Leuten, wo du dir denkst, oder wo die dann auch sagen, ja, eigentlich hätte ich schon viel früher zu Pumpkin kommen sollen. Ja, die meisten. Ja, die meisten. Viele. Ne? Also es ist lieber zu früh als zu spät. Genau, jetzt habt ihr mal ein Gesicht zum Sana bekommen, mit dem ihr dann wahrscheinlich auch einen Termin ausmachen könnt, wenn ihr euch über die Webseite bewerbt habt. Wir haben hier sehr durchmischte Kost. Ich als Hähnchen mit Pute. Nee, Pute mit Reis. Jonas ist Quark. Ja, was mit, ist da so der Ernährungsplan dahinter? Ach, das ist eigentlich so mittags ganz entspannt, weil das nicht so, das lastet nicht so sehr im Magen wie da, keine Ahnung, deine 150 Gramm Reis. Mhm. Und das ist so locker mit so ein paar Nüssen, Trockenfrüchten. Das ist eigentlich eine super, super Geschichte. Und der Ono zieht jetzt Fitness auch richtig durch. Er macht nicht nur Meal Prep, sondern er hat auch eine Wupp. Aber das ist auch so ein Neujahrsziel, ne? Nee. Echt? Nee. Erzähl mal was über Whoop, mach mal ein bisschen Schleichwerbung. Ich bin gar nicht gesponsert von Whoop. Heute ist der langweiligste Day in life ever, weil wir nicht mal ins Fitnessstudio gehen. Wir sitzen einfach nur wieder am Arbeiten. Ich zeig dir mal kurz. Also, wie ihr hier seht, habe ich mein Whoop-Armband seit mittlerweile 2-3 Wochen. Das ist richtig cool, wenn ihr wirklich euren Körper mal verstehen wollt, viele Sachen tracken wollt und einfach mal verstehen wollt, welche Aktivitäten oder auch Nicht-Aktivitäten Auswirkungen auf euer Wohlbefinden haben. Zum Beispiel haben wir hier den Schlaf. Wie ihr seht, hatte ich gestern 100% Schlaf. Davon träumt David manchmal. Mhm. Dementsprechend. Das ist ein Widerspruch in sich, wenn er davon träumt. Ja. Nee, in der kurzen Zeit, in die er träumt. Er träumt davon, dass länger schlafen. Genau. Er schläft so kurz, dass er davon länger, von längerem Schlaf träumt. Genau, dann auch zum Beispiel Recovery, das ist sehr cool. Dann wisst ihr zum Beispiel, wie viel Intensität im Training ihr heute zum Beispiel auf euch nehmen könnt. Und dann natürlich auch eine empfohlene Menge an Strain. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort für Strain ist. Belastung, glaube ich. Das heißt, wenn ihr euch mal schlecht fühlt oder nicht so fit, aber eigentlich sehr, sehr wenig Strain habt, könnt ihr auf jeden Fall trotzdem im Training reinhauen und Fitnessgains machen. Ich bin noch ein bisschen in der Testphase, also von daher noch kein abschließendes Fazit von mir, aber bisher bin ich sehr zufrieden. Und was auch cool ist, es misst auch so Körpertemperatur, Sauerstoffsättigung im Blut, wie viel Atemzüge ich in der Nacht mache. Hä? Wie solltest du denn den Sauerstoff im Blut messen? Ja, 96%. Hey, kennt ihr diese Leute früher beim Fußballtraining? Die so immer die neuesten Trikots hatten und so die krassesten Schuhe. Mach mal so ein Fußballtraining.
Ich hatte immer Fußball-Trikots, die ich habe die zwar bekommen von meinen Eltern, ja, die haben mir immer nur so Trikots gekauft, die so 3 Mann zu groß waren, dass ich nicht nach einer Saison wieder rauswachse. Sondern hatte ich immer. Ich hatte immer so die aktuellen Trikots, die gingen aber immer so das T-Shirt bis da. Ja, kenn ich. Und dann irgendwann hat man mal gepasst, aber dann hat so der Thomasson nicht mehr beim VfB gespielt oder sonst was, dann hat es gar keinen Sinn mehr gemacht. Ja, kenn ich. Ja, das geht los. Ich habe auch immer nur die Trikots gehabt. Ich hatte nie so ein ganzes Set. Ich war richtig neidisch immer auf die Kinder, die so ein ganzes Set hatten, die so Stutzen, Hose und so weiter. Also war es quasi ohne Shorts gespielt. Aber es ist ja krass teuer. Ich glaube, damals hat sowas so 40, 50 Euro gekostet, mit beflocken lassen. Inzwischen kostet ja so ein Trikot 130 Euro. Ein bisschen übertrieben, dass das 45 Euro gekostet hat. Inzwischen kostet ja ein Trikot 180 Euro oder so. Ja, es gibt irgendwie ein halt Trainingskit oder so. Ich wollte mir so ein Real Madrid-Trikot kaufen, aber ich zahle jetzt nicht 190 Euro für so ein Trikot. Und dann kannst du das Trainingskit kaufen, das die aber nicht im echten Spiel benutzen. Das kostet dann nur 120 oder so. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob diese Preise ganz so hinhauen, aber das ist halt das Problem, dass die ganzen Private Equity Investoren, ne, die großen Investoren, dass die in Fußball reingegangen sind. Früher war es alles günstiger. Hä, das ist doch in Deutschland gar nicht der Fall. Ah, so, wir sind hier am Coworken mit dem wunderschönen Ausblick auf die Frankfurter Skyline. Sind ein wenig ja, Angebote am Erstellen, Nachrichten am Beantworten etc. Prozesse im Optimieren und Telefonieren. Langsam aber sicher startet die zweite Hälfte des Arbeitstages. Machen, ja. Ja, wobei, und nicht ganz, noch nicht mal 14 Uhr. Das heißt, sind fleißig am Arbeiten. Heute ist ein ziemlich langweiliger Tag, um ehrlich zu sein, aber auch das gehört dazu. Ne? Das heißt, ihr kennt es ja häufig irgendwie aus diesen Daniel Lives. Normalerweise gehe ich wenigstens noch ins Fitnessstudio, diesmal fällt das auch weg. Sondern ich werde wahrscheinlich bis um 10, halb elf hier sein. Aber das gehört dazu und da muss man gar kein Blatt vor den Mund nehmen. So allgemein irgendwie, wenn man irgendwie hohe Ziele hat, das ist nicht immer alles schön, der Weg dorthin, sondern der Weg ist viel von Disziplin geprägt, von hartem Arbeiten. Aber wenn man da durchkommt, dann kann man eines Tages die Früchte der harten Arbeit auch ernten. So, wir sind jetzt hier gerade Discord-Fragen am gemeinsamen Durchgehen. Das ist hier Ayla. Ayla, du arbeitest bei uns im Community-Management. Vielleicht Hello. Kannst du einmal erklären, was passiert so typischerweise im Onboarding? Wie kann man sich das vorstellen? Also, das kann man sich so vorstellen, dass wir einen Termin festlegen, wo der Teilnehmer kann und ich. Mhm. Und dann haben wir ein Zoom-Meeting und wir gehen das Ganze durch. Ich schalte nämlich die Teilnehmer frei, zeige denen, was alles auf sie zukommt, wie die das Programm am besten nutzen können. Und dann gehen wir auch Beispiele durch und halten am Ende dann fest, was die Ziele sind. Die Teilnehmer bekommen dann auch immer Aufgaben von mir. Ich nenne es auch sehr gerne. Wenn die Aufgaben nicht gemacht werden, dann wird Hausaufgaben, denn wenn die nicht gemacht werden, dann wird das kontrolliert von mir. Ich schaue dann immer mal wieder rein und bleibe dann mit den Teilnehmern auch gerne im Kontakt, genau. Dass auch alles gut läuft und die ein Gefühl dafür bekommen, wie sie weitermachen können. Denn wir wollen ja auch, dass ihr vorankommt. Und so läuft es eigentlich ab. Genau, weil vor allem die ersten Wochen im Coaching sind natürlich sehr wichtig. Ne? Also ich glaube, der Großteil von deinem Kontakt ist dann schon mit Leuten, die neu zu Pumpkin kommen. Ne? Dass man genau. Da irgendwie das Onboarding macht, dass man dann irgendwie in den ersten Wochen irgendwie Fragen beantwortet, wenn Fragen aufkommen, weil sind da schon sehr viele verschiedene Inhalte jetzt über die letzten Jahre auch immer mehr hinzugekommen, sodass man da einfach einen guten Überblick bekommt, wie nutze ich das, wie mache ich das am besten. Bist du immer am Organisieren von irgendwelchen Events. Es gibt ja auch irgendwie die Onboarding-Events, wo die neuen Teilnehmer kommen können. Machst da Umfragen, führst irgendwie Feedback-Gespräche mit den Leuten durch, dass wir halt wirklich wissen, okay, wie ist von jedem Einzelnen der Fortschritt? Ich meine, am Ende des Tages gibt es natürlich auch ein paar Teilnehmer, mit denen haben wir wahrscheinlich jetzt irgendwie schon ziemlich lange nicht mehr gesprochen, aber bei den meisten sind wir dann immer recht eng auch dabei, um irgendwie auch mitzubekommen, wie es bei denen läuft und ob es irgendwelche Optimierungsmöglichkeiten gibt. Weil wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand irgendwie in dem Umfragetool irgendwie ankreuzt, ja, gerade läuft es irgendwie nicht so gut, ne, oder ich bin nicht so zufrieden gerade, dann versuchen wir die auch direkt anzurufen, oder? Genau, also wir schauen eben gerade im Community Management, dass es eben alles so hinterlegt ist, dass wir auch immer up-to-date sind, was die ganzen Teilnehmer angeht, wenn da irgendwie ein kleiner Rückstand ist oder
uns Informationen fehlen, dann rufen wir auch gerne an und sorgen dafür, dass alles immer aktuell ist, so dass wir auch mit den Teilnehmern am besten zusammenarbeiten können, dass sie auch den bestmöglichsten Nutzen vom Coaching haben natürlich und da auch weiter an ihren Zielen dranbleiben. Gerade auch im Onboarding habe ich jetzt die letzten Tage gehört, dass es immer ganz schön viel ist auf einmal, aber das passt dann auch über die Zeit, denn man braucht immer so ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen und gerade weil ja im Coaching so viele verschiedene Elemente sind, hört sich das immer relativ viel an, aber sobald man da einmal ein Gefühl für entwickelt, ist das alles ganz easy. Genau, das heißt, wir haben über die letzten Jahre da einige Systeme entwickelt, wie man da auch gut ins Coaching reinstartet. Und wie gesagt, da ist ja zum Beispiel auch eine Sache, dass wir immer die Fragen aus dem Discord gemeinsam durchgehen, dass da auch die Antworten passen, die wir reinposten. Und genau, das machen wir jetzt noch ein bisschen und dann geht's für mich in den nächsten Termin. So, wir haben hier gerade eine coole Bestellung bekommen. Und zwar haben wir uns dazu entschlossen, diese kahlen Wände, die man hier überall sieht, endlich mal final einzurichten. Irgendwie, wir fühlen uns, oder es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man irgendwie in eine Wohnung eingezogen ist, aber nie zu Hause ist, nie Zeit hat, die Wohnung einzurichten. So fühlt sich das hier manchmal bei uns ein. Das heißt, dieses Büro, wie ihr seht, ist irgendwie immer noch nicht so fertig eingerichtet. Und wir haben dann lauter so Bilderchen, zum Beispiel hier unser allererstes Büro, ne? Wie ich da sitze irgendwie, das war unser allererstes Büro. Dann haben wir hier irgendwie ein Bild von unserem einen Image-Film-Shoot mit diesem Machtgeld-Status, was natürlich richtig gut geknallt hat. Wir haben hier irgendwie den Ausblick von unserem allerersten Büro, wo man hier die aktuelle Dachterrasse sieht, ohne dass wir es wussten. Da haben wir so einige coole, coole Bilder irgendwie ausgedruckt, hier irgendwie vom Team, hier irgendwie von unserer Dachtour, von Office-Partys, das hier irgendwie von unserem genialen Meet and Greet damals auf Sylt, wo alle genau gleich aussahen und so weiter und so fort. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich morgen das Zeug hier in die Wände hauen. Ansonsten können wir einmal mitkommen. Wird richtig warm, langsam aber sicher. Die Sonne geht langsam aber sicher unter. Es ist Viertel nach drei. Wir haben dann um vier einen Termin im Westend bei einem Finanzunternehmen, wo wir jetzt den Namen mal noch nicht öffentlich sagen wollen oder können. Das heißt, es wird sich vielleicht in Zukunft zeigen, ob wir dann auch offiziell mit denen zusammenarbeiten oder ob wir da eher im Hintergrund denen beim Recruiting helfen. Das heißt, da fahren wir dann nachher hin. Da können wir euch leider nicht mitnehmen, aber dann schalten wir euch später nochmal ein, wenn wir dann wieder zurück sind, wenn wir uns dann vorbereiten oder wenn ich mich dann vorbereite für den Unterlagen-Call heute Abend. Alles in allem ein ziemlich langweiliger Tag. Der Uno ist ja auch fleißig am Kaffee trinken, sehe ich. Da kann ich was nämlich zum Thema Kaffee sagen. Ich habe über Weihnachten, das ist übrigens eine Tasse von mir von zu Hause, ne? Kann man sagen. Ja, die muss ich mal wieder mit nach Hause nehmen. Ich habe mich dem Kaffee ziemlich stark entsagt. Über Weihnachten und Silvester war ich die ganze Zeit so latent angeschlagen, war ich latent krank die ganze Zeit. So leicht, ne, mit Schnupfen, Halsschmerzen und so weiter. Habe richtig lange geschlafen, dann 2-3 Wochen am Stück gar keinen Kaffee getrunken. Und jetzt, na, auch wenn ich wenig schlafe irgendwie, brauche ich gar keinen Kaffee. Und das werde ich jetzt mal echt mal wieder eine Weile lang durchziehen, sodass ich wirklich nur in Ausnahmesituationen ein bisschen Kaffee trinken muss. Ich hatte vor 2-3 Tagen einmal einen Kaffee getrunken. Das war dieses Video, wo ich übel mich die ganze Zeit versprochen habe. Ich war so richtig hibbelig dann auf einmal. Also so, es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Geht's für uns gleich in unseren Termin. Und dann bis später. So, dann sind wir durch mit unserem Meeting. War auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ne? Vielleicht gibt es da bald mal wieder neues Announcement von einem neuen Firmenpartner. Und ansonsten hier oben, das finde ich immer faszinierend, wenn man so tagsüber den Mond sieht, laufen wir jetzt zurück durch die Frankfurter Innenstadt. Mal gucken hinter mir. Da oben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem Video erwähnt hatte. Aber heute vor, wann war denn das? 2016. Ende 2016. Saß ich noch da oben, jetzt stehe ich wieder hier unten von der 43. Etage zum Bordstein und dann aber auch wieder zurück, ne? Weil jetzt geht es für uns zurück in unser Hochhaus in der Bleichstraße 64 in Frankfurt am Main. Laufen wir durch diese wunderschöne atmosphärische Frankfurter Innenstadt an der Alten Oper vorbei. Ist auf jeden Fall, ne, mich fragen immer die Leute, okay, an welche Uni soll ich studieren? Und für mich ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut gewesen, hier in Frankfurt zu studieren, weil du einfach auch diese,
inspirational Atmosphäre immer mitnehmen konntet. Ich meine, wenn wir uns hier mal umdrehen, schaut euch das bitte an, wie schön hier die, die Skyline im Hintergrund aussieht. Ne? Das macht natürlich was mit einem, wenn man diese Ziele hat, wenn man irgendwie da rein möchte, wenn man nach ganz oben möchte, dass man dann auch ab und zu irgendwo so ein bisschen visualisieren kann, wo man hin möchte. Ich würde sagen, wir biegen jetzt da links ab, dann können wir uns da hier noch, theoretisch könnten wir uns jetzt noch beim Ralf-Lorenz-Laden ausstatten, wollen wir jetzt aber nicht machen, das würde ein bisschen im Rahmen von dem Vlog sprengen, weil, wie gesagt, wir müssen heute in erster Linie viel arbeiten. Jetzt geht es gleich für Ono und mich zurück ins Office. Dann würde ich sagen, machen wir mal, wir haben morgen einen Workshop mit einem neuen Firmenpartner. Jetzt machen wir noch die Slides fertig, oder? So machen wir das. So machen wir das, dann sehen wir uns gleich wieder beim Slideschrubben. So, jetzt sind wir wieder zurück, sind hier fleißig am Arbeiten, einige Unterlagen für morgen noch vorbereiten. Und in wenigen Minuten startet dann mein Bewerbungsunterlagen-Call. Der ist immer Dienstagabends um 19 Uhr für Teilnehmer bei uns aus der Masterclass, wo ich dann ja noch recht viele Lebensläufe anschreiben, vermutlich checken werde. Ich werde euch danach nochmal mit dem Handy einschalten. Ich hoffe, das Ganze hat euch irgendwie einen interessanten Einblick gegeben, wie langweilig so ein Leben auch sein kann. So ein Arbeitsalltag ist nicht immer alles Sunshine etc., sondern ist auch viel Langweiliges dabei, aber das gehört dazu. Und von dem her bleibt auf jeden Fall motiviert. Schön, dass ihr dabei wart. Und genau, dann bis später nach meinem Live-Call. So, Freunde, es ist vorbei. Ich bin mit meinem Bewerbungsunterlagen-Call durch. Was für Bewerbungen haben wir gecheckt? Na, zum einen für Leute, die sich gerade noch für Praktika für den Sommer bewerben. Und zum zweiten auch recht viele Leute, die sich jetzt an den Unis bewerben, irgendwie WAU, Frankfurt School und so weiter und so fort, wo man natürlich auch sehr, sehr gute Bewerbungsunterlagen braucht. Das heißt, ne, Praktikum im Sommer und Uni-Bewerbung sind gerade so die zwei Hauptthemen bei unserem Coaching. Wenn du auch vorhast, demnächst Bewerbung zu machen, wenn du dich jetzt auf ein Studium bewerben möchtest oder wenn du dich demnächst auf Praktika bewerben möchtest, weil du schon im Studium bist oder vielleicht auch vorm Studium Praktikum bekommen möchtest, dann trag dich sehr, sehr gerne mal bei uns ein auf pumpkin.com. Findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Du hast heute schon ein paar Einblicke bekommen, wie irgendwie das Onboarding bei uns abläuft. Das heißt, ne, wenn neue Leute ins Coaching kommen, wie das alles funktioniert, wie man irgendwie, wie wir hinterher sind, dass du auch die Ergebnisse erzielst, weil am Ende des Tages spielen wir hier alle im gleichen Team, wir sitzen hier alle im gleichen Boot, du willst irgendwie eine Top-Karriere hinbekommen und ich will auch, dass du eine Top-Karriere hinbekommst oder wir bei Pumpkin wollen, dass du eine Top-Karriere hinbekommst. Das heißt, wenn du auf die Webseite gehst, ich würde vielleicht nochmal kurz ein, zwei Sachen zu dem Bewerbungsprozess sagen, dann kannst du einen Termin ausmachen für so ein erstes Kennenlerngespräch, nachdem du dieses Bewerbungsformular auf der Webseite ausgefüllt hast. So. Und nachdem du dieses Bewerbungsformular ausgefüllt hast, wo du irgendwie angibst, okay, studiere ich schon, wenn ja, an welcher Uni, wo möchte ich hin, was ist mir besonders wichtig und. Nachdem du dieses Formular ausgefüllt hast, da kannst du dann einen Termin ausmachen für ein persönliches Erstgespräch mit einem unserer Talent Scouts. Ne? Das wäre zum Beispiel mit dem Sana, den du vorhin beim Mittagessen schon kennengelernt hast und mit dem kannst du dann sprechen. Das heißt, wir sprechen dann mit dir darüber, okay, wo willst du hin, was sind deine Ziele, was erwartest du vom Coaching, wie können wir dich unterstützen, macht es zum aktuellen Zeitpunkt Sinn, was steht sonst bei dir gerade an und. So, und wenn wir dann merken, ey, das macht Sinn für dich, sagen wir dir auch, okay, so und so viel würde das Coaching kosten, könntest du das alleine entscheiden, würdest du dann mit deinen Eltern drüber sprechen wollen und. Können dir auch nochmal Infomaterial für deine Eltern zuschicken, falls sie da auch Fragen zu haben und so weiter und so fort. So, und wenn dann erstmal soweit geklärt ist, hey, wenn du überzeugt wärst vom Coaching, so, du könntest es machen, das heißt, auch finanziell würde es gehen, vom Zeitpunkt her würde es passen und. Dann machen wir einen Termin aus für die Status Quo-Analyse. So, und in dieser Status Quo-Analyse, da bekommst du von einem unserer beiden Career Advisor, die waren jetzt heute den ganzen Tag in Terminen, die zum Thiago und zum Maxi findest du aber auch auf YouTube Videos, da kann ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung ein paar Videos einblenden. Da kannst du dann mit denen einen Call ausmachen für ca. 90 Minuten, wo wir dir mal wirklich komplett ausführlich erklären, wie funktioniert das Coaching, was da alles dabei, wie würde das ablaufen, wenn du mit uns zusammenarbeitest, was für Ergebnisse könnten wir vermutlich mit dir erzielen, weil wir schon mit ganz vielen anderen Leuten mit deiner Ausgangslage zusammengearbeitet haben, sodass du wirklich für dich verstehen kannst, was wäre der Mehrwert für mich, wenn ich bei Pumpkin dabei
dabei wäre, wie würde es konkret ablaufen mit dem Coaching, was da alles dabei und so. Und in dieser Status Quo-Analyse kannst du auch all deine Fragen stellen und dann am Ende kannst du für dich entscheiden, lohnt sich das für mich, möchte ich hier bei Pumpkin mit dabei sein und diesen Weg gemeinsam mit Pumpkin Careers gehen oder möchte ich diesen Weg erstmal alleine weitergehen. So, das Ganze ist immer komplett kostenfrei und unverbindlich quasi nach der Status Quo-Analyse. Wie gesagt, entweder bist du im Coaching dabei, das kostet natürlich ein bisschen was, aber auch da haben wir Statistiken dazu, wie schnell die Leute das Geld wieder rausbekommen durch Praktikumsgehälter, durch Stipendien und. Das heißt, wenn man diese hohen Karriereziele hat, dann macht das super viel Sinn, dabei zu sein. Das sehe nicht nur ich so, sondern das sehen über 1000 Leute, die aktiv in unserem Coaching-Programm aktuell sind, auch so. Ne? Das sind super smarte Leute, die haben gute Noten in der Schule, Top-Abi, studieren an größtenteils sehr, sehr guten Uni, sind super ambitioniert und die sagen für sich, es macht für mich Sinn, quasi auch ein bisschen dieses Geld in die Hand zu nehmen, um bei Pumpkin mit dabei zu sein. Am Ende des Tages können wir dann einen Service anbieten, die Vorteile bringt, die du, sag ich mal, nicht mal alle der Vorteile hast du, wenn du an der Privatuni studierst und für eine Privatuni zahlst du irgendwie 50.000, 60.000 Euro teilweise. Bei uns wirklich für einen Bruchteil der Summe bekommst du ein Top-Netzwerk, bekommst Top-Unterstützung, bekommst Zugang zu Experten. Du kannst wirklich die ganze Zeit deine Sachen checken lassen, mit uns üben und. Und das ist wirklich einzigartig auf der Welt, vor allem im Dachraum natürlich absolut einzigartig und das motiviert mich am Ende des Tages, das motiviert unser ganzes Team da auch die ganze Zeit, ja, auch viel zu arbeiten, auch hier bis in die Nacht hinein am Ball zu bleiben, weil es einfach super viel Spaß macht. Es gibt mir auch super viel zurück, jetzt auch hier gerade mit den Leuten nach so einem Call, macht es einfach super viel Spaß, mit den Leuten zu sprechen, irgendwie Bewerbungsunterlagen zu prüfen. In letzter Zeit mir auch gesagt, ey David, echt so geil, ich bin seit einem Dreivierteljahr dabei, was mir das alles schon ermöglicht hat und. Das heißt, ist einfach ein cooles Gefühl. Irgendwie jetzt am Wochenende hatten wir hier wieder ein Onboarding-Event. Wir hatten ein Hall of Fame-Dinner, wo wir mit unseren Hall of Fame-Membern, die jetzt irgendwie bei McKinsey und so weiter reinkommen oder reingekommen sind, essen waren. So, das ist einfach eine geile Community, was wir aufgestellt haben. Das heißt, vielen, vielen Dank natürlich an alle Pumpkin-Member, die dieses Video hier angeschaut haben. Vielen Dank sonst auch an alle Leute der Community. Am Ende des Tages so, es fühlt sich für mich vieles fühlt sich für mich nicht an wie Arbeit, obwohl ich natürlich jetzt hier den ganzen Tag am Arbeiten war. Es gibt einem immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, irgendwie, wenn man nach Hause kommt. Und ich kann euch nur wünschen, irgendwie, dass ihr auch irgendwie so einen Job findet, wo ihr sagt, okay, dafür brenne ich, weil dann ist auch gar kein Problem, wenn man ein bisschen mehr arbeiten muss. Damit ihr so einen guten Job findet, jetzt gerne bei Pumpkin anmelden. Wie gesagt, ich habe es ja erklärt, wie es ablaufen würde und. Einfach mal auf die Website gehen, Termin ausmachen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viele Grüße, einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.